Schwindel durch verklebte Faszien, wie hängt das denn zusammen? Und was hat das damit zu tun? Wir erklären dir heute im Faszien-Channel, was ist die Ursache möglicherweise? Was tut der Therapeut und was kannst du gegen diesen Schwindel tun? Das alles heute im Faszien-Channel. Schwindel durch verklebte Faszien. Es gibt verschiedene Ursachen für Schwindel. Darüber muss man sich erstmal im Klaren sein. Wir haben zum einen das Gleichgewichtsorgan, welches im Ohr sitzt, das Vestibularorgan. Wir haben zum anderen, welches Informationen liefern. Wir haben zum anderen das visuelle System, was auch Informationen ans Gehirn über die Lage im Raum gibt. Und wir haben die sogenannte Propriozeption, die im Wesentlichen über das Fasziengewebe stattfindet. Und die sollten eigentlich tunlichst immer das Gleiche grob senden, also sprich, das Auge hat die gleiche Information wie das Gleichgewichtsorgan, wie der Körper selber, die Lage im Raum. Wenn es da irgendwo zu Störungen kommt, weil ein Teil ausfällt, dann kommt es zu Schwindel und infolgedessen mitunter auch zu Übelkeit. Auch das kann sein, kennt jeder, der schon mal auf dem Dom oder beziehungsweise auf der Kirmes in einem Fahrgeschäft war, da kann auch mal Schwindel und Übelkeit auftreten. Wenn wir also ein Problem haben in einem dieser Organe, in diesem Organsystem, dann kommt eventuell Schwindel. Und wir wollen uns heute mal einen Teil rauspicken, nämlich die Propriozeption, den Teil, den die Faszien ausmachen. Grundsätzlich kann Schwindel verschiedenste Ursachen haben und das sollte man auch immer erstmal abklären lassen, gerade wenn es häufiger auftritt. Denn es könnte zum Beispiel ein Schlaganfall hinterstehen, es könnten Probleme im visuellen System sein und eben tatsächlich auf Hirnebene. Alles das sollte man abklären lassen. Aber eine sehr häufige Ursache, und das ist das, was mir täglich in der Praxis begegnet, ist tatsächlich eine Problematik aus der Halswirbelsäule kommt, weil die nämlich hier Spannung aufbaut. Und das zeige ich dir jetzt mal an Luca. Wie schon erklärt, ist bei Schwindel mitunter das Problem, dass es eine Verschiebung in der Halswirbelsäule gibt und dann das Fasziensystem andere Informationen liefert als das Gleichgewichtsorgan. Das heißt, entweder hat das Fasziensystem falsche Ergebnisse oder eben das Gleichgewichtsorgan. Und dazu muss man sich unbedingt einmal die Halswirbelsäule anschauen, denn, und das zeige ich dir jetzt einmal ganz kurz, wenn ihr euch mal in einem der älteren Videos angeschaut habt, dann ist es so, dass die Ursache des Ganzen nicht immer an Ort und Stelle sein muss. Das heißt, wenn ich eine Faszienkette habe, wo mehrere Muskelteile drin sind und ich habe irgendwo unterwegs eine Mehrspannung, dann wirkt sich das auf den gesamten Bereich aus. Soll heißen, wenn jemand in der Wirbelsäule Probleme hat, dann kann es sich sehr wohl weiter oben, nämlich zum Beispiel auf das Gleichgewichtsorgan im Schwindel aus, in Form von Schwindel äußern, obwohl die Ursache vielleicht ganz woanders ist. Ja, also die Gesamtelastizität des Systems ist hier weniger, als wenn jetzt hier der Bereich, den ich hier markiert habe, auch elastisch wäre. Soll heißen, ich schaue mir einmal die gesamte Statik an und in einem anderen Video könnt ihr mal gucken, das verlinke ich euch oben mal, wie wichtig denn die Beckenstellung ist. Den Fokus möchte ich jetzt in dieser Behandlung einmal auf die Halswirbelsäule legen und schaue mir einmal die Querfortsätze an von Luca und taste, ob dort Verschiebungen sind. Was auffällig ist, was relativ viele haben, ist im Bereich des Trapezius wirklich hier eine zu hohe Spannung. Das ist ganz häufig zu finden bei Büromenschen. Und dort könnte man auf jeden Fall als allererstes mal arbeiten mit Akupunktur, mit Schröpfen, mit Taping. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Viele Wege führen nach Rom. Was mir aber auffällt, wenn ich hier so taste, dass dort ein Schmerzpunkt ist. Kannst du den spüren? Ja. Sehr gut. Okay, also hier haben wir jetzt eine Wirbelverschiebung, in dem Fall nach rechts. Und möchte jetzt Luca einmal bitten, den Kopf nach links und rechts zu drehen. Einfach so hin und her, genau. Immer hin und her. Und gucke jetzt, dass ich den mit so einer Release-Technik wieder in Ort und Stelle bringe. Okay, kannst mal gerade ausschauen. Jetzt kontrolliere ich das Ganze nochmal. Manchmal muss man nacharbeiten. Schon besser, ne? Merkst du selber, oder? Ja. Sehr gut, klasse. Ja, was dann auch auffällt, ist, dass hier noch so ein Punkt ist, der unangenehm ist. Dazu mache ich auch wieder eine Release-Technik, gehe in die Tiefe und löse jetzt die Faszie auf der gesamten Länge. So, und jetzt gilt es im Prinzip, hier noch ein bisschen Entspannung reinzubringen in die Trapezregion, weil wenn hier oben Schwindel ist und hier auch alles soweit in Ordnung ist, kann hier trotzdem noch ein Problem sein, was in diesem Fall der Fall ist. Und deswegen werden wir jetzt hier gleich mal eine Akupunkturnadel setzen, um diesen Bereich hier, den Trapezmuskel, in die Entspannung zu bringen, damit der Druck hier oben nachlässt.
Ja, nachdem wir Becken und die Halswirbelsäule einmal abgearbeitet haben, stelle ich jetzt fest, dass hier oben tatsächlich noch ein Punkt ist, der relativ verhärtet ist. Und du merkst es auch, das ist ein unangenehmerer Punkt, ne? Ja. Genau. Man sieht auch hier eine kleine Rötung, jetzt einfach nur durchs Tasten. Das heißt, da ist der Punkt, in dem man dann tatsächlich gleich die Nadel setzt. Und dazu desinfiziere ich erstmal. Wische das Ganze einmal ab. Und setze jetzt die Nadel hier. Ja, wie lange muss die Nadel jetzt drin bleiben? Ganz simpel, so lange, bis der Körper sie freigibt. Und wir testen es einfach mal. Ich ziehe mal rein und sie geht ganz leicht rauszuziehen, ohne großen Widerstand. Ja, wenn jetzt noch nicht so weit wäre, würde tatsächlich richtig deutlich mehr Hautschicht hochkommen und es wäre ganz schwer, sie rauszuziehen. Das war jetzt butterweich. Man sieht hier kaum noch irgendwas von der Nadel. Damit ist diese Region jetzt deutlich in die Entspannung gegangen. Und wir haben das Ziel erreicht. So, nachdem wir nun das Becken abgearbeitet haben, die komplette Wirbelsäule abgearbeitet haben und vor allen Dingen die Halsmuskulatur, die Halswirbelsäule mit der entsprechenden Halsmuskulatur, zeige ich dir jetzt, was du zu Hause machen kannst, wenn du unter Schwindel leidest. Übung Nummer 1 als Selbsthilfeübung. Greif mit deiner gegenüberliegenden Hand ans Ohr und nimm die gleiche Hand und winkel einmal an den Körper ran und winkel das Handgelenk an. Und zieh dann ganz sanft mit der gegenüberliegenden Seite in den Kopf nach drüben und spür, wie wirklich eine Dehnung kommt von dem Ansatz des Ohres ungefähr an der Region bis runter Schulter bzw. in die Brustwirbelsäule rein. Und spür mal, wie da deutlich ein Zug entsteht und halte diesen. Du wirst merken, dass sukzessive der Schmerz weniger wird. Und nimm dir gut die Zeit dafür, das ist keine hektische Übung, eine ganz sanfte Übung, die schon ordentlich Zug hat, aber am Ende eben sollte der Zug deutlich weniger werden. Vielen Dank. Und eine Variation der Übung ist dann noch, dass du das Gleiche nochmal machst, nimmst wieder deine Hand an die Seite und gehst ein bisschen mehr nach vorne. Genau, ziehst den Kopf mehr nach vorne, damit du dann auch den hinteren Teil des Trapez hast und spürst dann in einer anderen Region, dass dort ein Zug aufkommt. Und du machst die Übung natürlich, diese und die erste und die zweite, auf beiden Seiten, damit dann eben schön Entspannung in der Nackenmuskulatur entsteht. Vielen Dank. Okay, die Zusammenfassung. Also, wenn du an Schwindel leidest und es von den Faszien her kommt, dann muss man sich auf jeden Fall die gesamte Statik einmal anschauen. Das heißt, sowohl das Becken als auch die gesamte Wirbelsäule bis natürlich Fokus auf die Halswirbelsäule. Wenn das geschehen ist und das alles einmal austariert ist, sollte man den Fokus natürlich auf Trapezregion, Halswirbelsäule und die komplette Nackenbereich legen, weil da in der Mehrzahl der Fälle tatsächlich die Ursache zu finden ist. Und wenn ihr das alles gemacht habt mit eurem Therapeuten, dann mach natürlich auch deine eigenen Übungen zu Hause und dann sollte es deutlich besser werden. Wenn das nicht der Fall ist, weiter abklären lassen beim Arzt. Wir wünschen euch einen ganz schönen Sonntag noch und freuen uns auf nächste Woche vom Faszien-Channel. Tschüss! Tschüss und lasst gerne einen Kommentar da.